werthi uresian sverita ad geban andverthi uresian. Dieses ist die Zeit der Wende. Nun zählt Klarheit, Kraft und Mut. Viele Herzen, viele Hände, voller Sanftheit und voll Wut. Du bestimmst und du entscheidest, welchen Geist du angehörst. Ob du leise weiter leidest oder endlich dich empörst. Stimme dein in uns singen, voller Jubel und Vertrauen. Dann wird's dir auch gelingen, voller Mut nach vorn zu schauen und dein Leben so verändern, dass unsere Erde heilen kann. Seit an Zeit in allen Ländern fangen wir. Und die Sucht nach Macht und Geld. Wir sind unsere eigenen Götter. Unsere Herzkraft heilt die Welt. Alle Tiere, Menschen, Pflanzen mögen wachsen und gedeihen. Wir sind Teil des großen Ganzen und bereit dabei zu sein. Das Bewusstsein ist gestiegen und bald kommt die neue Zeit. Dann geht's nicht mehr um Siegen, sondern um Verbundenheit. Zeig den Kindern und den Frauen, weil sie für das Leben stehen und sich jetzt nun endlich trauen, voller Kraft voranzugehen. Sei vergessen, unserem Todfeind sei verziehen. Auch wenn nur Prophet versessen, achte und verstehe ihn. Denn du weißt, er ist getrieben von seiner Schuld und seiner Angst. Du aber bist frei, um zu lieben, wenn du nicht mehr länger bangst. Freude heißt die starke Feder im ewigen Tod. Freude, Freude treibt die Räder in der Krankenwelt. Sie gibt Kraft, um zu handeln, voll Verbundenheit. Die Welt ist im Wandel.